Wer bei der sommerlichen Hitze noch mehr ins Schwitzen kommen möchte, hat jetzt in Wien ausgiebig Gelegenheit dazu. Bei den Tanzworkshops im Arsenal im Rahmen des Impuls-Tanzfestivals werden insgesamt 260 Kurse angeboten in allen Stilrichtungen für alle Altersgruppen und Trainingsstufen. Ein Event, das alljährlich regen Zulauf hat. Von blutigen Ballettanfängern bis zu Profitänzern, die anspruchsvolle Choreografien einstudieren. Die Bandbreite der Tanzworkshops ist ebenso beeindruckend wie der Einsatz der Teilnehmenden. Ich mache das nur zum Hobby eigentlich. Und für mich war es einfach wichtig, da nochmal zu schauen, bewege ich alles richtig. Hier soll man sich zum Beispiel in andere Lebewesen hineinversetzen. Dass man Tiere darstellt oder ein Baby oder was auch immer. Was stellen Sie zum Beispiel jetzt gerade da? Jetzt ist ein Seestern das Thema. Der amerikanische Tänzer und Choreograf Pieps hält seine Kurse mit schweißtreibenden Hip-Hop-Kombinationen auf Trab. Da macht es eh keinen Unterschied, ob man sich bewegt oder nicht bewegt. Man schwitzt eh sowieso. Es geht um Energie und Good Vibrations. Auch wenn die Kursteilnehmer müde ankommen, hier tanken sie wieder Energie. Zum 34. Mal wollen die Tanzworkshops heuer Freude an Bewegung vermitteln. Wir probieren für die 3000 Teilnehmer aus über 100 Ländern alle Stile für alle Alter und für alle körperlichen Voraussetzungen zu bieten. Viele kommen dafür extra nach Wien, wie Emal aus Frankreich. Ich liebe es zu tanzen und mich zu bewegen und die ganze Atmosphäre hier gefällt mir sehr gut. Von Quotenregelung bei den Tanzbegeisterten kann übrigens keine Rede sein. Hier bilden Frauen mit circa 2/3 die absolute Mehrheit.